Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe vom Final Fantasy VII Remake. Ja, wir haben im letzten Part den Kindern ein bisschen geholfen und mal gucken, wo wir uns jetzt auf den Weg machen, ne? Ist der Junge blind? Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Das ist interessant. Wir haben vorhin einen Typen mit schwarzem Umhang gesehen, der gerade, naja, nicht gerade lebendig aussieht. Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Das ist ein interessanter Fakt, das sollten wir vielleicht nicht weiten. Bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Bisschen. Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Ich habe schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Komm doch ab und zu mal vorbei. Warum nicht gleich? Warum nicht gleich? Hier. Hier gibt es ziemlich viele Monster. Du musst dir sicher keine Sorgen machen, Cloud. Aber sei trotzdem vorsichtig. Warte, gibt's Musik. Warte, ich kann mal wieder eine Platte einsammeln. Hey, was bist du denn? Bist du etwas wie der Waffenhändler? What are you buying? What are you selling? Guck mal, ein Mogri! Ihr könnt mich sehen, Kupo? Dann müsst ihr auserwählt sein. Und in dem Fall... Willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Mogi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mok, dem Mogri? Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mok. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mok und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mogris können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Und warum kann ich dich dann sehen? Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mogri-Medaillen eintauschen, Kupo. Aber erst musst du meinem Club beitreten. Ja. Kaufen. Mitgliedsausweis. Wie viel habe ich denn überhaupt? Wie viel? Ich habe 11 Stück. Ja, gut, gucken wir mal. Gut, werden wir Mitglied. Mitgliedsausweis für Mogri-Laden im geheimen Versteck von den Slums Sektor 5. Befugt zum Einkauf von Mogri-Medaillen. Okay. Mogri-Medaillen hast, Kupo. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mogri. Verstehe. Wie Mog in der Geschichte. Na, super. So, gucken wir mal, was der so Schönes für uns hat, weiter ne? So. Alles Könner. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Maximale Motivation. Hier, Kumpel, ich habe einen Ausweis. Was kriege ich denn bei dir? Umgeschaut, Kupo. Immer, ey, was gibt's denn Schönes? Ja, Schallplatte, ja damit. Ich kaufe alle Schallplatten weg hier. Ein Silberstab. Ein liebevoll gearbeiteter Stab mit Ornamenten, die das Zaubern erleichtern. Ah, hier, für Aerith, genau. Oh, Windhalstuch, ein Halstuch, das das Gefühl einer leichten Prise verbreitet. Oh, warte mal. Okay. Erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger, wenn der TP-Wert bei 25% oder weniger ist. Nee. Her damit. Okay. Eine Einführung in die Schwertkunst, mit der sich Clouds Waffenpunkte vermehren lassen. Kostet 5 Stück und ich habe aktuell 8. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr aufsparen. Ich sollte vielleicht... warte mal. Heilmagie, Silberstab. Wäre auf jeden Fall gut für Aerith. Also, sie können damit vielleicht ein bisschen hier mehr Damage machen. Warum sollte ich mein Zeug dafür ausgeben? Hier, gib mir den Silberstab. Sehr gut. Halstuch. Komm, kostet auch nur ein. Ja, damit. Sehr gut. Ja, ich bin das mal ausgerüstet. Gut. Danke für deinen
Einkauf, Kupo. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut. Cloud, sei doch nicht immer so verkrampft. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo. Oh nein, dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Viel Erfolg, Kupo. Müssen wir schon noch welche suchen, Cloud. Ah, ich könnte jetzt den Kopf abreißen und kräftig in den Hals. Oh, hoppla, ich bin auf Aufnahme. Tut mir leid. Nein, soziopathische Gedanken habe ich nicht. Nein, überhaupt nicht. Ja, übernehmen, danke. Das andere war ein Wachensturm. Ja, komm, egal, passt schon. Die haben mir die Schutzweste gegeben. Emblem der Lösung, Abzeichen. Genau, erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger, wenn ihr TP, bla bla bla. Sollte ich mir das vielleicht nicht lieber geben? Oh, warte mal. Da mache ich wiederum weniger Damage. Allerdings kann ich mich damit besser heilen. Nur im Kampf. Aber ich will nicht unbedingt den Malus haben, dass ich weniger Damage mache. Ich möchte schon ordentlich Schaden machen. Weißt du, was ich meine? Ja, komm. Nee, passt schon. Na fein, raus hier. Raus, raus, raus. Wir machen noch ein paar Nebenmissionen. Wir passen da durch, kein Problem. Wir sind doch schlank und rank. Okay, wir sind draußen. Nebenmission freigeschaltet. Sehr schön, rechts abbiegen. Was kriegen wir hier? Waffensysteme und hier. Ich sagte und hier. Kinders auf Patrouille. Wir gehen erstmal rechts rum. Ja, Kumpel, Waffensysteme, was gibt's denn hier Schönes zu erledigen? Ich wurde von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Ich übernehme das. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Ich denke zu viel nach. Natürlich, dunkle Seitengassen, damit kenne ich mich ja bestens aus. Ach, hier gibt's auch noch, warte mal. Oder ist das vielleicht hier? Von wegen Seitengasse, da muss ich ja hier lang gehen. Die weite Entfernung, okay, von mir aus, kriegen wir hin. Und sonst gibt's hier keine weitere Nebenmission zu erledigen? Nein, hier ist alles safe. Da ist der Bär begraben. Hier muss ich hin. Okay. Wir gucken einfach mal nach, was das für Viecher sind. Vielleicht sind es ja Konstruktoren von Borderlands, wer weiß. Vielleicht dürfen wir uns gleich mit ein paar Loadern kloppen. So, jetzt habe ich wieder Bock auf Borderlands bekommen. Auch wenn ich die Musik höre, jetzt habe ich jetzt noch mehr Bock auf Borderlands. Falsche Richtung. Nichts übersehen, okay. Wir dürften jetzt genau auf dem Weg sein. Oh, warte mal. Oh, hier kommen wir da. Ach nee, hier waren wir ja. Ah, okay, jetzt weiß, wo wir sind, okay. Wir sind genau hier. Und jetzt? Also wir sind genau hier und was jetzt? War eine falsche Mission, oder? Warte mal. So. Und jetzt?
Warum passiert hier nichts? Vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter rennen. Ah, I see. Komm her, du Schrotthaufen. Moment, wie komme ich da hoch? Wie kommen wir jetzt da am besten hoch? Ah, hier mit der Leiter. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Wir klettern mal hier hoch. Hebel. Hier dürfte es doch, glaube ich, sein, oder? Sind wir richtig? Ach da, ich sehe schon. Und Gegner analysieren. Das A und O. Fertigkeiten. Anal. Das da. Was ist denn das? Wirksam. Ah, die sind jetzt, ja, genau, anfällig für Wind. Das ist gut. Kann sie nicht wirken, okay. Aber wir können ja zu ihr wechseln, ah. Aerith kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Wenn du im Kampf fehlgedrückt hältst, führst du sie in eine magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Okay. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Genau, jetzt mach hier mal Aero-Angriff. Ha! Der zeigt ja erstmal keine Wirkung, wenn ich die damit angreife. Ja, super. Aero. Ich habe das Gefühl, das bringt nichts, oder? B. Wirkungslos. Sehr gut. Wechseln wir wieder zu Cloud. Bäh. Für Doomhammer. Bam. Na dann. Hier geht's noch hoch. Warte mal, da würde ich kurz mal nachgucken wollen. Für du, Memo. Loktar. Loknarash. Dabu. Die Geister sind ruhelos. Also weiter. Wir sind falsch, oder? Wir gehen halt komplett falsch. Ich und meine Orientierung, wir waren noch nie ein gutes Team gewesen. Ich verlaufe mich regelmäßig überall, egal was ich spiele, ich verlaufe mich immer wieder. Wieso nur? Wieso? Warum habe ich so einen schlechten Orientierungssinn? Mal überlegen, ich glaube in der Schule hatte ich damals eine Geografie immer eine 2 gehabt, also gar nicht mal so verkehrt. Trotzdem, das ist doch absolut Wahnsinn, wie oft ich mich im Videospiel verlaufe. Das passt auf keine Kuhhaut, ich sag's euch. Ja, wir dürften richtig sein. Wie kommen wir da jetzt runter? Ein Gegengift. Sehe ich überall dann schon. Oh, was ist das? Ein Gegengift. Ja, und jetzt? Ne, oder? Können wir da jetzt vielleicht sogar lang gehen? Warte mal. Ich bin ja schon mal hier lang gelaufen. Hier gab es hier einen Bereich, wo man nicht lang laufen konnte. Vielleicht können wir hier jetzt da reingehen. Moment. Verschlossen. Armselig. Los geht's. Alles klar, gut, ich habe mich eindeutig verlaufen. Warte, ich bin hier. Puh. Lass den Supporter in Ruhe.
geklappt. Ja. Karte, wir gehen einfach mal nochmal zu dem Punkt. Warte mal. Theoretisch. Warum eigentlich? Hat sich der Papa mal wieder verlaufen, ne? Das passiert halt, jeder verläuft sich mal. Bei mir ist es sogar eine Tugend, dass ich mich regelmäßig verlaufe. Albern. Ich drehe noch gleich durch, warte mal. Es ist genau hier. Oh, wo sind diese ganz bösen Geschütze? Also von da komme ich gerade her. Hier habe ich die alle zu Katzenstreu verarbeitet, okay. Und da jetzt weitergehen wäre jetzt nicht der richtige Weg, sondern ich muss wirklich hier irgendwie runtergehen oder so. Gut, von mir aus. Dann gehen wir nochmal runter. Arif, nach mir. Folge Misch. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Und wenn nicht, dann mache ich den Part, wo ich einfach mal komplett hier durchrenne. Durch den kompletten Bereich hier. Mit dem Stapler würde ich jetzt mal gerne durch die Gegend fahren wollen. Arif, warum bist du mal wieder im Weg? Vielleicht muss ich aber auch hier oben lang laufen, wer weiß. Nicht meine Schuld. Volle Konzentration. Ah, Hilfe! Arif, hilf mir! Harris, mach was! Bam! So. War vermutlich doch nicht der richtige Weg. Oh, da, aber wir biegen da mal ab. Warte mal. Wir können ja mal gucken. Da war eine Sackgasse. Vielleicht sind wir jetzt aber diesmal richtig für das Quest. Wer weiß. Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Auf geht's. Kommt her, ihr Kleinen. Autsch. Autsch. Hey, meine Angriffe zeigen keine Wirkung. Bam! Arif, mach mal hier dein Windstoß. Gut gemacht. Butz! What a Butz! Moment! Butz! Autsch! Butz! Jetzt Butz! Okay, dann nicht. Was könnte ich mir noch über die Viecher sagen? Okay, bla 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 bla. Menge an Makroenergie freigesetzt, folgedessen mutiert sie immer mehr doppelt so groß wie gewöhnlich. Blablabla. Die Barriere von dem Psychoattacken geschützt ist, die Magieattacken lässt sich mit Magieattacken brechen. Das sah vorhin nicht so aus. Harris, Magie, Aero, Angriff. Dann habe ich hier noch ein Feuer raus. Zack, macht man das doch. Fertsch. Yep, fertig. Wir sind ja fertig und gehen nach Hause. Tea Time. Habe ich so an mir, dass ich mal gerne Tee trinke. Schön grün Apfeltee, der ölt die Stimme und tut einfach gut. Und schmeckt natürlich auch noch. Schmeckt nach Feierabend für mich, wirklich schön. Hier, Kumpel, reden wir mit dir. Da bist du ja.
Ich habe schon von deiner Heldentat gehört. Shinra-Roboter, die sich in die Slums verirren. Daran kann nur die Explosion im Mako-Reaktor schuld sein. Die dachten bestimmt, sie patrouillieren noch im Reaktor und haben mich daher als Eindringling identifiziert. Gut möglich. Fast tun sie mir leid. Konnten nur tun, wozu sie programmiert wurden. Aber hey, was erwarte ich auch von Shinra? Deren Gardisten sind ja nicht anders. Was weißt du schon? Na, jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn Sie wieder ein Problem haben, wissen Sie ja jetzt, an wen Sie sich wenden können. Natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Sprich ihn doch mal an. Wenn es soweit kommt, werde ich... Na, ist klar, der Waffenladen war, glaube ich, da oben, ne? Mal weg da, ich muss hier mal reden. What you buy and what you selling? Oh, dich kenne ich doch. Du bist also der, den sie den Alleskönner nennen. Weißt du, heute ist der Todestag meiner Frau und ich würde gerne ihr Grab besuchen. Aber auf dem Friedhof haben sich grausige Bestien eingenistet. Könntest du vielleicht an meiner Stelle zum Grab meiner Frau gehen und beten? Das wird nicht billig. Danke dir, mein Junge. Der Friedhof liegt hinter dem Fluss. Ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll. Damit sich kein nichtsahnender Mensch dort hinein verirrt, heißt es. Sag mal, haben wir bei Moggy nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Ja, wir können dort hingehen. Wo geht's denn dann? Da war die Patrouille, nicht wahr? Patrouille und wir müssen jetzt dahin gehen. Ruhe und Frieden. Okay. Geh mal hin. Verbreiten die immer noch diese Lügenpresse da oben? Scheint so. Geradeaus, geradeaus und dann rechts. Okay. Neue Marke, lass mich raten. Du hast bestimmt mit Adidas mit Nike kombiniert. Statt dass da jetzt drei Streifen sind, sind jetzt diese Nike-Streifen. Also sprich diese pfeilartigen drei Dinge diesmal. Ja, früher haben wir dazu halt Nike gesagt, also zu dieser Nike-Marke. Viele sagen ja Nike, aber ich kann das nicht aussprechen. Das klingt irgendwie dämlich. Ich sag immer gerne Nike dazu. So bin ich aufgewachsen. Hier sind wir richtig, okay. Hallöchen! Volle Konzentration! Keine Chance! Huah. Aua! Analyse, was sind das für Viecher? Raus mit die Viecher! Auf Nummer sicher. Anfällig für Frost habe ich gerade nicht im Repertoire. Schade. Volle Kraft. So, und auf B machen wir jetzt ein bisschen Feuer. B, Feuer! Und nochmal zack. Boah, aua. Boah. Alles auf C konzentrieren. Bam. Nein, Hilfe, ich penne gleich ein. Elf, mach was. Oh nee, das war eine Schlafbombe. Kraft zu akkumulieren, durch Lust zu lassen, die Taste, eine besondere mächtige Magie namens Sturm zu entfesseln. Je länger du magische Kräfte sammelst, desto mächtiger wird der Sturm. So kannst du je nach Kampflage Kurzangriffe in schneller Folge oder einen verheerenden Angriff mit voller Kraft entfesseln. Okay. Warte, ich helfe dir. Na, warte mal. Hua! Sturm! Magie, Aero. Für die Horde! Für Doomhammer!
Loktar! Lognarash! Die Geister sind ruhelos! Für Doomhammer! Hier ist es! Der Schatz! Gibt's hier irgendwie vergrabenen Schatz hinter? Magst du nicht auch ein Gebet sagen, Cloud? Brauche ich nicht. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Ja, zurückkehren. Joa, haben wir die ganze Vier erledigt. Die waren doch ein bisschen hartnäckiger, als ich dachte. Ich sollte mich vielleicht wieder mit Eis ausrüsten. Tea Time. Lecker. Schöner grüner Apfeltee. Ich stehe wieder in deiner Schuld. Hier, deine Belohnung. Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich. Nun nimm schon. Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen. Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr, das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich. Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Allein schaffe ich es nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür. Oh. Der Friedhofsschlüssel. Bring ihn Moggy zurück. Aber ich kann doch nicht... Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000 Geld. 5000? Geld, Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrockt hat. Ja, so ist es. Die Leute verlassen sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne. Aber ich bin nicht immer da, weißt du. Natürlich. Tut mir leid. Aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Wie teuer die Stunde? Oh, Verzeihung, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ah, egal. Und Waffenhändler, was Neues? Selbstschutz ist die erste Bürgerpflicht. Das gilt besonders hier in den Slums. Irgendwas Schönes. Nee, aber wir haben Nietenreif bekommen. Warte mal. Komm bald wieder. Der Nietenreif. Mal gucken, was macht denn der eigentlich Schönes? Nietenreif. Oh, der sieht ja gefährlich aus. Alter, ist der gefährlich. Ich werde gleich mal anlegen, obwohl... Magische Abwehr minus, dafür Nahkampfschaden. Ja, das ist gut. Warte mal hier. Anlegen. Irgendwie so verkehrt. Okay, gut. Wir haben Arif, der können wir vielleicht auch noch was geben. Ja, warte mal, die hat den da. Die hat den da, das ist gegen Magie. Den können sie ruhig weiter behalten. Okay, gut. Nieten! Ich komme nicht durch, okay. Tut mir leid, diese Frau hatte doch ein bisschen zu viele Rippen gehabt. Jetzt gehen wir mal hier diese Kinderpatrouille machen. Da drüben. Da. Patrouillen, wir gehen auf Patrouille. Ach, jetzt sind wir wieder hier gelandet. Wer hat an der Uhr gedreht? Es ist wirklich schon so spät. Ich sehe einen Regenbogen. Warte mal. Regenbogen. So, ach ja, das ist ja hier dieser... Von dem haben wir das gekauft, genau. Den Friedhofsschlüssel, genau. Ah, du bist dieser Ex-Soldat, von dem alle reden? Cloud, richtig? Jetzt ist er ein Alleskönner. Fräulein Furia, sie wirken so aufgebracht. Das bin ich. Sehr sogar.
Die Kinder, die ich heute auf den Rundgang geschickt habe, sind noch nicht zurück. Der Unterricht hat schon längst angefangen und keiner ist da. Rundgang? Ah, die Nachbarschaftshilfe der Kinder vom Helmchenhof, richtig? Genau. Als Dank für Spenden gehen sie Müll aufsammeln, Besorgungen erledigen oder zeigen sich anderweitig erkenntlich. Ihr habt sie nicht zufällig irgendwo in der Gegend gesehen? Ah. Dabei habe ich heute Abend doch Pläne und muss mich noch vorbereiten, wisst ihr? Wir könnten sie ja suchen gehen. Oh, wirklich? Das würde mir sehr helfen. Es sind 5 Frechdachse, die noch nicht zurück sind. Sie haben selbst gebastelte Schwerter dabei. Daran erkennt ihr sie sofort. Geil, was haben sie denn hier verwendet? Also, ich frage nur. Wie sieht es eigentlich da drin aus? Wir haben uns da drin noch gar nicht umgeschaut. Acht. Warte, ist das ein Chocobo denn an der Tafel? Ja, oder? Ich glaube, sie sehen die Viecher aus, diese Chocobo. Da, Truhe plündern. Wir plündern alles. Hier beklaut einfach eine Schule. Ja, sehr gut. Wir sind ein tolles Vorbild für die Kinder. Wir beklauen eine Schule. Da hinten geht's nicht lang. Aerith, du stehst wieder im Weg. Aerith, tut mir leid. Ich sag einfach nur Aerith jetzt hier. Na, wie gefällt euch unsere Dekoration? Die Kinder haben sich viel Mühe gegeben. Das sieht man. Sehr schön. Nicht wahr? Ach, da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand von Shinra in Richtung deines Hauses gegangen ist. Du weißt schon, einer dieser unheimlichen Typen in Schwarz. Ich habe gerade Zeit dafür, ich muss Kinder finden. Kinders, 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 da sind die Kinders. Jo, mal kleine Tüdel, ne? Guck mal hin, ne? Auf dem Maul zum Hafen. Ne? Vielleicht haben die sich hier lecker Fischbrötchen geholt. Ach, hier, der Leuchtturm. Was bringen wir am Leuchtturm, ne? 200 Gil am Leuchtturm, ha? Gute Ausbeute. Da oben sind die Kinder, die Lütten. Da oben sind die Lütten. Mit den kopasselten Schwerter, die wollen wir zu losen werden. Liche Seeläuber. Reden wir mit den Lütten. Ah, habt ihr mich erschreckt? Buh. Hallo, wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Helmchenhof schenken. Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht! So, das war der erste Lüte. So, den zweiten, wo ist denn der? Da müssen wir in die Richtung. Ah, hier. Da ist die zweite Lütte. Ey, das sieht ja so aus wie mein Schwert. Hat das Mädchen hat mein Schwert nachgeahmt. Läuft jetzt überhaupt? Das darf ich doch eigentlich nicht, ne? Ey, pass auf, wo du langläufst, du Bengel. Hat die einfach mein Schwert geklaut? Ja, ich Mädel, ich kann dir Nachhilfe geben, mit dem Schwert umzugehen, ne? Oder warte mal, willst du mal mein Schwert halten? Das Ding wiegt 50 Kilo. Oder schwerer, man weiß ja nicht. Wie schwer ist denn ein gleich geklautes Schwert? 70, vielleicht 70 Kilo, 70, 50. Einiges mal auf 60 Kilogramm. Willst du mal ein 60 Kilogramm schweres Schwert halten? Na du, wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Das hast du sehr gut gemacht. Ist doch das Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ist Fräulein Furia etwa sauer? Auweia, aber das war doch keine Absicht. Joa, war eine zweite Lüte. Jo, wo sind denn die anderen Lüten? Wir schauen mal nach. Ah, da, hier. Der Lütte, der hat auch mein Schwert nachgeahmt. Hallo, Lütte. Herr Cloud, ich bin sehr erfreut, Sie zu treffen. Mein Traum ist es, so stark wie ein Soldat zu sein. Ich sehe zu den Soldaten auf. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nun, wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Mako-Reaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Die Armen. Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja,
aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. Kinder auf Patrouille. Gut, haben wir eigentlich... Ich glaube, es sind noch mehr, oder? Kein Versteck der Kinos. Ich glaube nicht, dass wir hier sind. Wir gucken uns mal hier noch ein bisschen um. So, wo sind die denn? Wo sind denn die kleinen Racker? Jetzt sind wir wieder beim Helmchenhof angekommen. Das wollte ich eigentlich nicht. Wir gucken mal, wo wir noch ein paar Kinder finden. Da! Gilt auch mein Schwert. Die haben alle mein Schwert auf dem Rücken. Das kann doch gar nicht angehen. Oh, Herr Soldat, willst du dir die Geschichte etwa auch anhören? Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben, sagen sie. Geil! Glaubst du, das stimmt? Solltest du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja! Der Unterricht bei Fräulein Furia. Ich muss los! Hat die mich auch beiseite geschubst? Oma, erzähl mal die Geschichte vom Krieg. Ich kann ja auch ein paar Kriegsgeschichten erzählen. Was soll ich ja sagen vom War? Von den Orks. Huch, Cloud? Und? Wie läuft die Patrouille? Die Slum-Bewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt wegen der Explosion im Reaktor. Das hast du gut beobachtet. Ich bin beeindruckt. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Helmchenhof! Das sind alle Kinder. Zurück zum Helmchenhof. Ja, zurück zum Leuchtturm. Nee, vielleicht kommen wir ja rechtzeitig zum Mittag. Gibt's lecker Latzkaus. Wenn wir uns beeilen, ist das noch warm. Oh, waren alle Lütten. Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Aber Cloud kann ihn bestimmt besiegen. Klar, das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld? Haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wissen, dürfen wir dort bestimmt nie wieder spielen. Das geht nicht. Das ist doch unser Stützpunkt und gehört allen Kindern. Wir geben dir einen echten Schatz, Cloud. Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit 3 Gil? Für 3 Gil vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Ein Freundschaftspreis. Juhu! Damit sind wir im Geschäft! Unser Geheimversteck liegt allen Kindern am Herzen. Du musst es unbedingt vor dem Krötenkönig beschützen, Cloud. Na gut, ich hätte jetzt 1 Gil pro Kopf verlangt. Also sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gil. Das wären 6 Gil gewesen. Aber gut, dann nehmen wir die Hälfte wegen Freundschaftspreis. Ist vollkommen legitim. Töten wir den Froschkönig, Krötenkönig. Moment, ich hab doch hier was im Inventar. Würde ich kurz mal, warte mal. Hab ich nicht irgendwas im, ich hatte doch was im Inventar gehabt. Da muss ich kurz mal gucken, warte mal. Gegenstände, ich hab doch was für Frösche habe ich doch was dabei, warte mal. Elixier Phönix. Jungfernkuss. Kuriert Frosch. Ich weiß nicht. Kann ich. Nee, das ist zum Selbsteinnehmen, nicht wahr? Keine Ahnung. Kuriert Frosch. Soll ich das vielleicht mal benutzen bei den. Bei der Kreatur? Bei Jungfernkuss, ich habe den original 7. Teil halt nie gespielt, weiß also nicht, was damit jetzt gemeint sein könnte. Hoppla, falsche Richtung.
Ich habe nur. Ich hab Teil 9, 10, 12 und diesen Ableger für Nintendo DS. Diese Final Fantasy Teile habe ich alle gespielt. So, da sind wir, glaube ich, richtig. Moment. Wo ist der Krötenkönig? Aber wenn hier so häufig Typen vorbeikommen, vielleicht solltet ihr das Loch einfach mal zumachen. Wo ist der Krötenkönig? Da unten sind eine Menge Kröten. Vielleicht sollte ich mal vorbeigehen. Überlass das mir. Bis hier nicht weiter. Weiter geht's. Boing, 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 boing. Das muss also sein. Putz. Mein Einsatz. Bis hier und nicht weiter. Und weiter geht's. Das war abzusehen. Die wehren sich überhaupt nicht. Was ist da los? Sollte ich mir vielleicht Gedanken machen? Sollte ich mir vielleicht. Geht's. Klar. Boom. Weiter geht's. Es muss also sein. Keine Chance. Für Doom Hammer. Es ist geschafft. Hm. Okay, wo ist der Krötenkönig? Für Doom Hammer! Autsch! Mein Einsatz! Huah! Ganz schön feige die Sau! Kann ich nicht benutzen. Oh, ach, kann ich nur auf eigene machen? Okay, oder nicht? Für Doom Hammer! Aua. Dann analysiere ich den Krötenkönig. Analyse. Krötenkönig. Nach leider einer bestimmten Schadensmenge wird er schockanfällig. Er wächst zwischen den unterstützenden Kameraden seiner eigenen Stärkung hin und her. Am effektivsten ist es, den Gegner anzugreifen, der gerade keine Stärkung erhält. Ah, I see. Ich bin bereit genug. Für Doom Hammer! Alles geht! Huah! Harris greift hier mal hiermit an mit der Aero. Und ich greife mit Megafeuer an. Limit! Auf Kultkönig! Jobkröte. Keine große Sache. Das war leicht. Der hat zwar kaum Leben verloren, aber war trotzdem ein relativ leichter Kampf gewesen, wenn ich das jetzt so mit den restlichen Kämpfen bis jetzt vergleiche. So, da ist die ganze Rasse bei der Basame. Ich krieg von euch 3 Gil. Hast du den Krötenkönig besiegt? Klar. Wie gesagt, Kinderspiel. Juhu! Ich wusste, dass du es schaffst! Jetzt können wir wieder in unserem Geheimversteck spielen! Danke, Cloud! Hier, der Schatz, den wir dir versprochen haben, der ist ganz sicher 3 Gil wert! Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und vergesst auch nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Jawohl, Fräulein Furia! Vielen Dank, dass ihr euch um den Krötenkönig gekümmert habt. Sie wissen auch wirklich alles, Fräulein Furia. Wenn dem mal so wäre. Aber ich versuche mein Bestes. Diese Kinder sind jeden Tag von früh bis spät auf Achse. Sie stehen füreinander ein, helfen Menschen in Not und kämpfen für ihre Träume. Irgendjemand muss doch auf sie aufpassen und sie beschützen. So gut es geht. Klingt anstrengend.
Das steht wohl außer Frage. Aber ich will für sie da sein, sie unterstützen und ihnen Liebe schenken. Bis zu dem Tag, an dem sie den Helmchenhof verlassen. Ich will, dass sie sich hier geborgen fühlen, geliebt werden, wie man sonst nur von seiner Familie geliebt wird. Und dafür muss ich mein Bestes geben und wirklich alles wissen. Oh, toll. Ich habe vom Besten gelernt. Mein Vorgänger hat es genauso gehalten und ich möchte seine Tradition fortsetzen. Oh, aber noch bin ich weit entfernt davon, so gut mit Kindern zu sein, wie Bix es ist. Ach, herrje, ist es wirklich schon so spät? Ich muss los. Stimmt, Sie haben doch etwas vor. Ja, meinen Traum verfolgen. Nochmals vielen Dank euch beiden. Was wohl Ihr Traum ist? Interessiert mich nicht. Danke, dass du unser Geheimversteck gerettet hast. Ich habe mich total für dich eingesetzt und du darfst jetzt bei Du weißt schon was mitmachen. Geh doch nochmal zu unserem Geheimversteck, Cloud. Hey, habe ich jetzt dieselbe Nagelkolle wie der da gerade auf dem Rücken hatte? Kurz mal gucken. Da muss ich mal eben schnell die Waffen überprüfen. Cloud, Nagelkolle, wo immer. Warum ist denn das Ding so gut? Ja, da wächst kein Gras mehr, aber ich kann da keine Dinger reinstecken. Vielleicht tue ich den einfach mal einen Gefallen und laufe damit jetzt mal durch die Gegend. Ich tue den einfach mal den Gefallen. Entschuldigung. Gut, ich gehe mal zu dem Versteck. Mal gucken. Was ist? So, und ganz langsam wir vorbeigehen. So. Und tap und tap und tap. Und tap und tap. Hallo Europalette. Jetzt mal ernst, dieser alte Knacker soll den Schlüssel wieder vorbeibringen, aber das geht ja schlecht. Wie kommt er hier durch? Ich konnte eine ganze Weile nicht mehr Kistenkrieg spielen. Aber jetzt geht es wieder los. Das verdanken wir dir. Übrigens, vor dem Bürgerhaus sitzt ein alter Mann, der traurig aussieht. Er sagt, er sucht einen Alleskönner. Gut, aber hier wird ja auch nochmal meine Dienste in Anspruch genommen. Was wollt denn ihr hier? Hey, Cloud! Du kommst gerade richtig. Wir spielen nämlich Kistenkrieg. Wer die meisten Kisten zerstören kann, wird zum Helden unseres Geheimverstecks gekürt. Eigentlich dürfen ja nur Kinder mitspielen. Aber dich lassen wir ausnahmsweise mitmachen. Ja, gucken wir mal, ne? Toppreis, eine Mokri-Medaille. Von mir aus. Machen wir einfach mal. Okay. Das machst du super. Grundregeln. Zerstöre innerhalb des Zeitlimits so viele Kisten wie möglich. Für jede zerstörte Kiste gibt es Punkte. Übertreffe die Punktzahl für einen erfolgreichen Abschluss. Unterschiedliche Arten von Kisten haben unterschiedliche Festigkeiten. Effekte. Okay. Blaukisten. Schlägst du eine Blaukiste, lädt sich die AP-Leiste auf. Im Kistenkrieg kannst du nur die Waffenfähigkeit der ausgerüsteten Waffe und die Wutangriff anwenden. Okay. Zerstörst du rote Kisten, verlängert sich die verbleibende Zeit. Okay, rote Kisten besonders wichtig, alles klar. Huah! Und es! Keine Chance. Huah! Ah, komm schon! Ich bin bereit. Huah! Home Run! Home Run! Warte. Home Run! Los geht's. Der Prügel ist dafür schon sehr praktisch dabei, ja. Home Run! Keine Chance! Huh. Geh schon kaputt! Bam! Kaputt! So, weiter im Text. Ich bin bereit! Huh. Boom! Bam!
Bam! Okay, langsam habe ich die Triebwerkkeule raus. Bam! Bam! Okay, hier gibt's noch Menge. Warte. Zwei auf einmal, komm. Cloud, zwei auf einmal, komm. Verschwinde. Bam, nochmal, komm. So. Mein Einsatz. Und. Boom. Volle Konzentration. Bam. Oh ne, warte, eine rote, warte. Egal. Egal, komm. Wie viele Punkte habe ich denn? 157.000, okay. Was kriege ich denn Schönes? Toll! Das war ja ein Kinderspiel für dich. Das hat Spaß gemacht, oder? Komm bald wieder. Ich werde mal genauso stark wie du. Danke, das freut mich sehr. Okay, wir müssen jetzt das Quest machen. So ein alter Mann hat jetzt braucht unsere Hilfe. Okay. Wo ist denn der? Wie die komplette Map laufen. Geil. Okay. Aber ja, der Knüppel. Doch, der macht schon ordentlich Schaden. Wo geht's raus? Da. Tut mir leid. Im Moment habe ich wirklich ein bisschen. Ja. Keine Ahnung, wo es rausgeht. Peinlich. So, wir sind ja draußen. So, alter Mann braucht Hilfe. Wo ist denn der? Lass den Alleskönner durch. Lass mich durch. Tschüss. Ja, braucht Hilfe. Okay. Darf ich kurz um Verzeihung bitten? Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten. Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums. Und stellen die Frage, wo soll das hinführen? Wie auch immer. Wenn möglich, würde ich den Alleskönner gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich kennen wir den. Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Er weiß, wie er sich das Wohlgefallen der Leute sichern kann. So viel steht fest. Aber Dieb bleibt Dieb. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Ich habe mich der Enthüllung seiner Identität verschrieben. Das Problem ist nur, dass sich die Slumbewohner in der Sache wenig kooperativ zeigen. Seit sich herumgesprochen hat, dass ich Reporter bin, will sowieso niemand mehr mit mir reden. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen für mich zu sammeln. Ja geil, weißt du, der Typ sieht schon so aus wie ein Reporter. Er hat hier so eine Armbinde, wo extra Presse dran steht. Natürlich ist es doch offensichtlich, dass der... Ach, egal, komm, ich nehme mal einen Kont. Ist doch klar, dass hier niemand was mit ihm zu tun haben möchte. Jeder weiß, was der Reporter ist. Meine Güte, selber schuld. Reden wir mit den Leuten. Ach du meine Güte, was meinst du? Na, den Racheengel natürlich. Jeder kennt ihn, aber niemand weiß, wer er wirklich ist. Vor seinen Raubzügen schickt er immer eine Ankündigung raus. Und doch wurde er noch nie erwischt. Wie macht er das nur? Ich habe gehört, dass er Magie einsetzt. Eine Hexe soll dieser Racheengel sein. Ich habe gehört, dass er ein Ungeheuer sein soll. Da wäre mir eine Hexe noch lieber. Wenn ich dir erzähle, was ich noch weiß, fällst du aus den Socken. Super, kriegen wir vielleicht neue Musik? Ja, wir haben neue Musik erhalten. Sehr gut. Zeig mir nochmal den Hund. So, was hast du? Oh, guten Tag, Mireille. Schön, dich zu sehen, Aris. Hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Und das hier ist Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Der könnte nützlich sein. Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner. Die Kinder des Helmchenhofs sehen zu dir auf.
Und jetzt bist du im Auftrag vom Blatt des Lebens unterwegs und suchst den Racheengel der Slums, nicht? Das stimmt. Ich liebe Gerüchte, musst du wissen. Was ich hingegen nicht liebe, sind aufdringliche Handlanger Shinras. Der Reporter und seine Story sind mir ziemlich egal. Ich will mehr über den Racheengel der Slums wissen. Das ist alles. Na, sieh mal einer an. Da ist wohl noch jemand dem Charme des Racheengels verfallen. Das passt gerade recht. Ich habe nämlich neue Informationen. Die muss ich mir aber noch bestätigen lassen. Solange musst du den Reporter vertrösten. Vielleicht ist hier der Racheengel, wer weiß. Da drüben Truhe, die will ich plündern. Der Swishmob Joe, Moment. Schnelltrank. So, Reporter. Hier. Und? Hast du was für mich? Kennst du Mireille? Sie hat gesagt, sie würde uns mit Informationen versorgen. Mireille? Die kennt doch jeder! Ich habe auch versucht, sie zu bearbeiten, leider ohne Erfolg. Wie seid ihr bloß an sie rangekommen? Tja, hatte wohl gerade gute Laune. Können Sie schon etwas zu der Information sagen? Handelt es sich um einen Augenzeugenbericht? Oder wurden irgendwelche Spuren gefunden, die... Nein, nein. Wir wissen, wo sein Versteck ist. Sein Versteck? Das wird ein Knüller! Wo befindet es sich? Auf einer Anhöhe, am Ende einer gewissen Nebenstraße. Ein gottverlassener Ort. Eine Anhöhe an einer Nebenstraße. Ich breche sofort auf. Aber mir ist noch etwas anderes zu Ohren gekommen. In letzter Zeit sollen auf dieser Anhöhe auch Bestien gesichtet worden sein. Wie bitte? Das sollen ganz schöne Brocken sein. Wild und angriffslustig. Mein vollen Respekt, dass du dich dahin traust. Diese Information muss ich mir erst noch von einer verlässlichen Quelle bestätigen lassen. Meine Pflicht als Journalist, Sie verstehen doch sicher. Da hast du ja Glück. Den passenden Mann für die Aufgabe hast du schließlich schon, nicht wahr? Aber natürlich! Ich brauche noch mal Söldnerunterstützung. Würdest du die Anhöhe für mich auskundschaften? Natürlich, das dürfte sein. Warte. Wo muss ich denn dafür hin? Ich muss... Ich darf nochmal den kompletten Weg zurücklaufen. Danke sehr für nichts. Ich glaube, das mache ich dann im nächsten Part. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich dann das Gebiet säubere. Bis dann würde ich sagen, passt auf euch auf. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.